Ja, hoi, meine hippen Genossen von heute. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute mit einem ziemlich heiklen Thema eigentlich. Das fällt mir mal gerade so nebenbei ein. Was das Thema genau ist, werden wir heute gleichzeitig mit diesem Dungeon hier machen. So, und das Thema, was ich habe übrigens... Huch, was ist das hier? Ist ja, es ist ja momentan so, viele kriegen es mit. YouTube macht momentan immer wieder... Probleme, Faxen, etc. Alle heulen einfach nur rum. Was heißt, sie heulen einfach nur rum? Da ist was. Da kann ich aber nicht hin. Alle heulen nicht einfach nur rum. Es ist so, es gibt ja momentan... Huch, das ist ein Auge. Es ist ja momentan so, dass es, mit YouTube viele Probleme gibt. Und, YouTube ändert ja momentan sehr viel. So, unter anderem zum Beispiel, dass weniger Einnahmen reinkommen und dass weniger Leute Geld überhaupt verdienen dürfen. Und was, das ist ja etwas, was ich gar nicht mal so falsch sehe. Ja, ihr müsst an der Stelle mal bemerken, ich bin jetzt ein kleiner YouTuber. Mir ist es eigentlich völlig egal, es kommt eh nicht so viel zusammen. Hallöchen, lila Ungetüm hier. Muss ich hier irgendwo lang? Ach, hier geht's hoch. Die lilanen Teile machen mir Angst. Ich will die am besten nicht berühren. So, aber es gibt ja auch viele große YouTuber. Und was ich da als großes Problem eigentlich sehe, ist, dass bei vielen dieser großen YouTuber der Content einfach so... Kann ich den auch bekämpfen? Ja, kann ich. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Wächterschwert, okay. Antikes Zahnrad, nice. Und noch ein Wächterschwert. Ach, Waffentasche ist voll, okay. Es ist halt so. Ne, ich kann verstehen, YouTube sagt weniger Geld und so. Aber das ist nicht mal das Problem, was ich generell habe. Das Problem ist, dass momentan auch YouTube-Videos löscht einfach. So, da der Content nicht passend ist. Und, ich bin da letztens über YouTube halt gestolpert und habe mir so ein bisschen angeguckt, was so in den Trends und so ist. Ab und zu mache ich das mal auch, wenn die Trends einfach der ultimative Bullshit sind. Das Ding macht Geräusche, das mag ich nicht. Hallöchen. Mit dir lege ich mich besser nicht an. Auch wenn die Trends meistens den absoluten Bullshit beinhalten, gucke ich doch ab und zu mal da drauf. Einfach nur neugierigerweise, weil ich möchte gerne wissen, was denn Verblödungstube gerade so zu bieten hat. Und mal ohne Witz, man löscht Videos, auch von mir wurde ein Video übrigens gelöscht, man löscht Videos von bekannten YouTubern wie Gronkh. Jeder hat es zum Beispiel mitgekriegt. Bei Gronkh wurde Edna bricht ausgelöscht. Ja, da komme ich mich nicht dran hängen. Okay. Da ist was. Warte, kann ich nicht das Magnetmodul dafür benutzen? Bei mir ist es ein ganz alter Part von Pokémon gewesen. Ich weiß nicht mal warum. Aber das ist ja auch vollkommen egal. Und dann gibt es da... diesen Moment, wenn du auf die Trends gehst und die Bewegungsstörung spielt hier auch mit, okay. Du gehst auf die Trends und auf den Trends siehst du mal eiskalt, wie man eine Pistole zusammenbaut und sowas wird dann halt nicht gesperrt. Eine funktionierende Pistole, zwar nur aus Pappe, aber sie funktioniert. Und ist das nicht etwas, was man eigentlich viel mehr sperren sollte in der Theorie? Ich bin da ziemlich, angepisst eigentlich von. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da rein? Ich bin ziemlich angepisst davon eigentlich, dass sowas zum Beispiel nicht gesperrt wird. Kann auch sein, dass ich mich da gerade vollkommen verirre, weil, vertue, weil, ja, es ist halt viel gesperrt worden und so auch, ich finde es auch schade, dass von mir ein Video einfach gesperrt wurde. Ihr müsst überlegen, so wie viele andere YouTuber, die über viele Videos, natürlich schöner Begriff, natürlich sehr viele Videos hochgeladen haben. Ich mit meinen über 3000 Videos, also 3000 ist jetzt nicht unbedingt so eine Menge, ja wobei, doch, 3000 ist eigentlich eine ordentliche Menge. Also es gibt nicht viele YouTuber, die über 3000 Videos haben.
Und, kann man hier hoch? Mich hoch. Oh, nice, es geht. Nice, das geht hier wirklich. Klettern kann man hier aber nicht, okay. Es gibt halt nicht viele YouTuber, die über 3000 Videos haben und es ist ja schon irgendwie schade, wenn auf einmal da ein Video dann gelöscht wird. Für nichts und wieder nichts. So. Und da kommt dann natürlich noch eine größere Sorge auf, weil ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, dass bei diesen 3000 Videos es nicht dabei bleibt. Also es könnte ja immer mehr kommen. Und kann ich eigentlich da irgendwas machen? Nö. Es könnten ja immer mehr Videos kommen, die gelöscht werden. Und wenn alle meine Videos auf einmal weg wären, ja, das ist ja jetzt, das ist ja nicht einfach so eine kleine Menge aufgefasst, das ist eine gigantische Menge, die da aufgefasst wird. 3000 Videos, ihr müsst euch mal überlegen, falsches Inventar übrigens, ups. Fotomodul, Stasismodul, ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Ihr müsst euch mal überlegen, dann, gehen irgendwann all die Videos auf einmal weg. Das hat ihn fick interessiert. Und die 3000 Videos möchte ich ungern verlieren. So komme ich nicht daran. Muss ich vielleicht außen rum fliegen? Das Ding ist kaputt gegangen, ne? Gerade als ich wegspringe. Ich glaube, das Ding ist gerade kaputt gegangen, oder? Tatsache. Gerade als ich weggesprungen bin. Okay. Ja, und ich kann natürlich auch verstehen, jetzt sehen wir es mal so. Weil, wisst ihr, meine Videos geben keine großen Werbemeinnahmen ein. So, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist eher, dass ich auch hier nicht reinkomme. Fuck. Ich meine Mist. Ihr wisst, was ich meine. Kann ich hier irgendwas machen? Nicht, dass ich es irgendwie bemerke. So, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, so ein Gronkh, der ja momentan auf Vidme, glaube ich, so halbwegs umsteigt, sitzt da und lädt jetzt auf zwei Plattformen seine Videos hoch. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie es so einem Typen geht, der ja ordentlich Geld damit macht. Der macht ja verdienterweise ordentlich Geld, weil die Videos sind ja echt unterhaltsam, muss man ja sagen. Ich war nicht immer ein Fan von Gronkh, muss ich echt zugeben. Also es gab Zeiten, habe ich gesagt, Alter, Gronkh, wie kann man den nur gucken? Aber ich glaube, das sagen viele Leute, die halt, ja, nicht unbedingt das Richtige geschaut haben. Minecraft bei Gronkh war nie was für mich. Ich muss zugeben, jeder weiß, Gronkh ist ja über Minecraft groß geworden. Und Minecraft war nie was für mich. Aber andere Projekte, die ich geschaut habe in letzter Zeit, zum Beispiel dieses Squad-Ding da, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, tut mir leid, sehr interessant aus meiner Sicht. Ich mag es eigentlich sehr anzuschauen, weil es ist unterhaltsam für mich. Und es fing ja alles nur damit an, dass ich bei Besuch bei Freunden war und die haben dann Gronkh geguckt und ich habe einfach mitgeguckt und da wurde mir so langsam sympathisch. Ja, aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr schaut so einen Typen und auf einmal sind alle seine Videos weg. So, ihr kennt, sagen wir mal, vielleicht nur 800, 900 Videos von ihm. Kann ja sein, dass ihr das ganze Minecraft-Projekt verfolgt habt mit gleichzeitig. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es echt Leute gibt, die halt Minecraft geguckt haben bei ihm. So, was heißt, ich kann mir vorstellen, dass es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die das einfach bei ihm geguckt haben. Was macht das nochmal? Ha, abgefedert. aber stellt euch mal vor, die ganzen Parts einfach weg. Jetzt nicht nur vereinzelt, was ich auch nicht verstehen kann. Ich meine, was ist an Minecraft so schlimm? Oh, politisch heikle Themen. Oh, wie schrecklich. Was wollen sie machen? Jeder Mensch weiß davon. Jeder weiß, was für Scheiße auf der Welt gerade passiert. Und jemand gibt seine Meinung dazu ab. Oh Gott, wie schrecklich. Ist Meinungsfreiheit verboten worden? Wer hat die Meinungsfreiheit überhaupt verboten? Es ist... Ja, es ist schrecklich. Aber so kommt es halt momentan rüber, ne? Das ist eigentlich traurig. Deswegen habe ich auch momentan, selber als kleiner YouTuber natürlich auch, weil der Algorithmus betrifft ja jeden,
habe ich ziemlich viel Angst, dass hier überhaupt auch mich was erwischt und... So, sind wir übrigens hier oben. Ach, das war das. Genau, das war das. So, und klar trifft es für den großen YouTuber, jetzt nehmen wir wieder als Beispiel Gronkh natürlich, trifft es Gronkh ziemlich hart, wenn zum Beispiel all seine Videos auf einmal weg sind. Kann ich auch verstehen. Ach, da ist eine Kiste drin. Kann ich die Kiste irgendwie rauskriegen? Aber es soll ja nicht heißen, dass ich als kleiner YouTuber, der sehr viel Spaß am Videos hat, davon unbetroffen bin. Ja, wenn meine Videos weg sind, das macht mich natürlich auch ein bisschen traurig. Es ist ja momentan so... Fuck. Da wollte ich oben drauf landen. Es ist ja momentan so, dass jeder YouTuber davon betroffen ist. Und es geht auch nicht nur um mich, es geht auch um viele andere kleine YouTuber. Selbst wenn... Ja, wobei... Sagen wir mal, wenn die nur 20 Videos oder so haben, sag ich mal, ist das jetzt nicht unbedingt so hart wie jemand, der 200 Videos hat. Geschweige denn 2000 Videos. Für solche wird das dann 1000 mal härter sein. Können wir das berühren? Na, das macht Schaden. Habe ich fast gedacht. Ein Glück habe ich mich davon ferngehalten. Aber die Neugier ist der Katze ihr Tod, wissen wir ja alle. Und ich wollte meine Energie wieder voll machen. Wow, wie schamlos ich lügen kann. Oh, Moment, können wir da oben drauf mit dem Rad? So unwahrscheinlich ist es noch nicht mal. Lass mich drauf. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Dankeschön. Was haben wir denn in dieser Kiste? Ein Rubin, natürlich. Was denn auch sonst? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Leider nicht wirklich. Jedenfalls, ich glaube, ich habe jetzt gerade sehr viel quer gelabert, aber ich glaube, es sollte im Endeffekt klar sein, worauf ich hinaus will. Wo YouTube gerade hingeht, ist natürlich schade und deswegen rate ich euch, solltet ihr selber Videos machen, investiert ein bisschen Geld in eine Festplatte und rettet eure Videos, denn so wie zum Beispiel bei mir, was jetzt natürlich schon seit 6 Jahren so ist, wird es auch eventuell bei anderen sein, die schon mehrere Jahre das hier machen, eventuell verlieren sie alle ihre Videos und dann sitzen wir da und die letzten 6 Jahre, die ihr hochgeladen habt, sind einfach weg. Davon werdet ihr nie wieder was sehen. Kommen wir da oben zwischendurch? Ach komm, Link. Du kannst mir nicht sagen, dass du dich nicht durchquetschen kannst. Also wohl ein Witz. Ja, sagen wir nicht so genau. So, was haben wir eigentlich hier unten? Können wir hier unten eigentlich irgendwas machen? Hier unten waren wir noch gar nicht. Hier haben wir was. Oh Gott, ich hätte von Anfang an hier hingehen sollen. Schika-Stein erkannt. Steuerungseinheiten kann nur noch lösen, aller Kontrollsiegel hochgefahren werden. Was? Steuerungseinheit kann nur nach Lösen aller Kontrollsiegel hochgefahren werden. Welche Kontrollsiegel? Nach Lösen aller Kontrollsiegel. Mit Magnet können wir hier nichts machen, ne? Nö. Wir könnten aber die Bombe nehmen. Ablegen, weglaufen, zünden. Passiert auch nichts, okay. Ob es irgendwas damit auf sich hat? Oh, könnte das gehen? Ne, andersrum. Doch, richtig rum. Alter, ist das schwer zu kontrollieren. So.
Dankeschön, kleines Rätsel. Du warst schön. Du warst mir sympathisch. Schicker Stein erkannt. Vier Kontrollsiegel musst du noch lösen. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Ja. Okay. Dankeschön, Spiel. Ich möchte gerne an die Karte kommen. Das wäre mir tausendmal lieber. Warum fängt die Musik jetzt so an? Alles okay mit der Musik? Die Frage, die ich mir auch stelle, wie komme ich da oben hin? Dafür habe ich keine Erklärung gerade. Was ist, wenn ich dazwischen gehe? Ersäuf mich. Ein bisschen geglitscht. Aber nur ein bisschen. Oh! Oh! Hallöchen! Dich sehe ich ja jetzt erst. Anhalten kann ich es nicht. Kann ich es irgendwie aktivieren, wenn ich mich hier hinstelle? Nö, ich werde einfach runtergeworfen. Hallöchen, hallöchen, mein kleiner Freund. Ach, die Musik macht mich ein bisschen kirre. Das sieht auch nicht unbedingt gesund aus, das Wasser. Das sieht eher aus, als wenn da kein Wasser ist. Das ist interessant gerade. Dann ist das wohl auch ein weiterer von diesen Dingern. Die Frage ist jetzt natürlich... Oh Gott, was muss ich hier machen? Ja, anhalten ist, aber nicht weiterführen. Habe ich schon mitgekriegt. Magnetisieren ist gar nicht. Irgendwas hier in der Art? Nö. Die Kiste da unten. Wow. Die kann ich anvisieren. Wahrscheinlich muss ich das Ding irgendwie in Bewegung kriegen. Die Frage ist nur, wie. Da sind ja auch diese Dinger und die bewegen sich einfach. Kann ich vielleicht mit einer Bombe hier irgendwas anfangen? Nö. Ach, dass man hier auch nicht... Ja, schon gut. Dass man hier auch nicht klettern kann einfach. Können wir vielleicht mit dem Einfriermodul irgendwas machen? Das ist interessant. Wir müssen im richtigen Timing machen. Und zwar jetzt. Das sollte ausreichen, oder? Ja, das sollte ausreichen. Kiekerstein erkannt. Kontrollsiegel. Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Jap, ich muss es ja irgendwie schaffen. Die Frage ist nur, wie? Ach, Menschenskinder. Wie bewege ich das Teil? Da muss auch irgendwas mit zu tun sein. Ich kann euch leider noch nicht sagen, was genau. Au.
Wir können aber auch mal darüber gehen. Da ganz auf die andere Seite rüber. Wir können einfach hier zwischendurch springen, einfach mit dem Parasegel und dann unten landen. Und hier ist nichts. Nice! Hat sich ja mega gelohnt. Ach, schade, ich dachte, hier wäre was. Gut, jetzt müssen wir zurückkommen. Die Frage ist, wie machen wir es am besten? Ja, unten ist der Eingang. Sollten wir jetzt hier runterfallen, können wir einfach wieder zurückfliegen. Ich habe aber nicht vor, zurück, runterzufallen. Auch interessant, dass Link einfach an dem Titan nicht klettern kann. Er kann einfach an allem außer Schreine klettern. Und dann kommt so ein Titan und dann denkt er sich Link so, Alter, die Ehre erweise ich ihm. Und hier kann ich nicht klettern. Ach, guck mal, da oben. Ob ich da oben treffen kann? Ist das Scheißding jetzt ernsthaft explodiert, bevor ich abschießen konnte? Und das war mein letzter. Ja, das ist das Friermodul. Ich glaube, wir müssen das Ding da oben kaputt machen. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Und dazu werden wir zum Dorf der Zoras gehen. Denn in der Hoffnung, dass wir dort etwas Bogenmäßiges bekommen, ist sehr hoch, glaube ich auf jeden Fall. Wie das aber alles aussehen wird, Leute, und ob wir überhaupt diesen Dungeon jemals schaffen werden. Ja, so traurig oder so hart es auch klingen mag, ich weiß, der Fortschritt ist in diesem Part einfach minimalistisch gewesen. Geschweige denn gar nicht vorhanden gewesen eigentlich. Werden wir uns dann im nächsten Part ansehen. Wir werden jetzt noch ganz nett den Bogen kaufen, solange es hier möglich ist. Bitte lass das hier möglich sein. Ich will nur einen kleinen Bogen kaufen. Eispfeil, Eispfeil. Steinsalz. Gibt es hier keine Waffen? Hast du Waffen? Hallöchen, schönes Wetter, oder? Na, du hast keine Waffen. Bis später. Kann ich auf die Karte gucken? Es gibt hier keine Waffen. Dann machen wir eine weitere Reise, und zwar nach Athen, und dann da weiß ich, da gibt es Waffen. Glaube ich auf jeden Fall. Gab es da Waffen? Ich weiß es nicht. Oh, gab es Kakariko-Waffen? Das ist ein Krog. Krämerladen, Krämerladen. Hier ist Epona. Ferdinand, meine ich. Stall der Ebene. Ich habe keine Ahnung, wo es Waffen gibt. Ich könnte einfach einen Bogen gebrauchen. Oder brauchen wir überhaupt einen Bogen? Ich weiß es nicht. Gut. Was genau die Lösung sein wird, Leute, werden wir im nächsten Part erfahren. Ich bedanke mich sofern fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen sehr schönen Tag. Bewertet diesen Part hier von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im nächsten Mal hoffentlich mit mehr Erfolg. Gut, wenn ihr Tipps habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Bin ich immer sehr offen für. Und bis zum nächsten Mal. Masa la vista, baby. Guck nicht so geknickt nach unten, Link.